Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde hier auf meinem Kanal. Ich bin der Skydreamer und ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Let's Play hier mit Kingdom Come Deliverance von Warhorse Studios. Ja, unser Name ist Heinrich, wir sind der Sohn eines Schmieds und unser Land hier, in diesem Fall Böhmen, wurde von König Karl dem Vierten regiert, der leider verstorben ist. Und sein Sohn Wenzel der Vierte ist jetzt in seine Fußstapfen getreten und hat sich aber mehr oder weniger nur für Frauen und Alkohol interessiert und somit geht es hier auch schon bergab mit dem Land. Und nachdem wir in unserem letzten Let's Play einige Dinge für unseren Vater erledigt haben, wir haben die Parierstange für das neue Schwert, was unser Vater schmiedet, abgeholt. Wir haben unseren Vater ein Bier besorgt, natürlich aus dem ein kühles Bier aus dem Keller von Bianca. Und wir haben einen Sack Kohle vom Köhler gekauft, hier am Marktplatz, hier von dem Kollegen hier, damit unser Vater das Pferd fertigstellen kann. So, und wir schauen mal kurz auf unsere Karte. Hier bin ich verkehrt. Hier ist unsere Karte und es bleibt jetzt noch ein Quest offen. Das wäre hier B. Begib dich zum Schwertkampftraining. Alles klar. Wir werden mal schauen, was es damit auf sich hat. Ein bisschen trainieren kann ich schaden. Nach unserem letzten Faustkampf mit Kunesch kam ich ja hier sehr ins Schwitzen. Und wie gesagt, ein bisschen Training kann nicht schaden. Heil dem Helden! Na, hast du deine Meinung geändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Ah ja, Kampfmeister Wanjek. Natürlich, mit dir reden wir mal. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ja, ist natürlich. Gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Na klar, das machen wir doch gerne. Wir wollen was lernen, damit wir uns besser verteidigen können. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Okay, also, wir treffen uns am Schafpferch und dann bekommst du was auf die Mütze, mein Freund. Ganz sicher bin ich mir da zwar nicht, aber wir werden es natürlich versuchen. Ja, Pferdchen, ihr habt's gut, ne? Ihr habt nicht so einen Stress. Wir werden jetzt einfach mal Wanjek zum Schafpferch folgen. Und wir gehen einfach mal vor, weil der Wanjek noch sehr gechillt ist im Moment. Natürlich gleich, wenn er von uns was auf die Mütze bekommt, dann ist er nicht mal so gechillt. So, und hier haben wir die hübschen Schafe. Ja, ich muss ja echt fürchterlich aussehen, wenn die... Die rennen ja alle weg. Außer das eine hier, das hat nicht so richtig Bock, okay? Na kommt, bewegt euch mal ein bisschen, damit ihr nicht so dick werdet. Das riecht echt nach einem leckeren Lammbraten. Aber jetzt lassen wir die Schäfchen mal gehen, denn wir wollen ja hier oben was lernen. Und Wanjek müsste jeden Moment hier aufschlagen. So. Heute haben wir mal schönes Wetter hier. Kampfmeister Wanjek. Na, kann's losgehen? Japp. Japp. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay. Okay, alles klar. So, wie ich sehe, haben wir ein Holzschwert und wir sollen uns hier drehen und in Bewegung bleiben. Das tun wir natürlich. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Okay. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Du hast es so gewollt, Wanjek. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Wenn ich dich jetzt hier gleich töte oder schwer verletze. Genau so. Okay. Also Wanjek scheint zufrieden zu sein mit uns. Das ist, sind jetzt natürlich nur noch erst Holzschwerter. Irgendwann wird das natürlich ernst. Okay. Spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Wir sollen also zustechen, okay. Nimm dies, nimm dies. Und noch was. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes.
Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Okay, also wir sollen jetzt sozusagen ein Kombo machen. Okay, na wenn das mal kein Kombo war. Kannst mich ruhig mal loben, Vanjek. Ja, natürlich hast du mir das alles beigebracht. Okay. Genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Ja, das war mir klar. Die saufen doch alle hier im Dorf. Hey, hallo? War's das? Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Okay. Kehre zu deinem Vater in die Schmiede zurück. Also, gut, wir müssen noch viel lernen. Ehrlich gesagt, mit einem Holzschwert oder mit einem Faustkampf werden wir natürlich hier nicht weiterkommen. Und ich habe so die leise Hoffnung, dass wir eventuell das Schwert, was unser Vater fertigstellen will, vielleicht können wir das irgendwie absahnen oder vielleicht nutzen. Ich bin mir da aber nicht sicher. Wir wissen ja noch nicht genau, was hier passiert. Und wir werden jetzt mal zurück zu unserem Vater gehen. Und ich glaube, unser Zuhause müsste irgendwo in dieser Richtung gelegen haben. Wir haben jetzt natürlich alle Questgegenstände. Und ich schätze mal, unser Vater wird natürlich schon sehr sehnsüchtig auf uns warten und sehr ungeduldig sein. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, Gott sei auch mit dir, gute Frau. Dankeschön. So, nicht, dass ich mich jetzt verlaufe, aber wir haben uns schon verlaufen. Denn hier unten ist unser Zuhause. So. So. Okay. Die Karte. Jetzt müssen wir natürlich zur Schmiede unseres Vaters. Und ich glaube, also wenn ich mich jetzt nicht irre, und das ist mir ja mal richtig peinlich, würde ich sagen, wir sind hier total verkehrt, Leute. Das tut mir leid. Wir müssen natürlich erstmal oben durchs Tor. Also, verstehe ich auch nicht, wie kann man sich natürlich in so einem kleinen Dorf hier verlaufen. Das tut mir wirklich leid. Das ist ganz einfach dem geschuldet, dass ich, Heinrich, einfach zu viel Bier trinke, mit meinen Kumpels zu oft saufen gehe. Und es ist natürlich klar, dass dann irgendwann die Gehirnzellen etwas nachlassen. Ah ja, also hier sind wir richtig und da ist die Schmiede unseres Vaters. Und hoffentlich hat das alles nicht zu lang gedauert. Ich habe schon wieder ein bisschen Bammel vor unserem Vater. Aber vielleicht freut er sich ja auch. Die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Natürlich. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Hast du mit dem Bier eine Weltreise gemacht? Es ist so schal und warm wie Pferdepisse. Geh und hol ein neues. Und das zahlst du selbst. Dummheit kostet. Okay, also ich hab's mir fast gedacht, Leute. Das Bier, wir haben doch zu lange gebraucht. Das ist kühl und unser Vater hat sich eben bei uns beschwert, dass das Bier schmeckt wie warme Pferdepisse. Na, also so einen verwöhnten Gaumen darf man doch nicht haben, aber unser Vater hat natürlich recht, ein Bier muss kühl sein, ganz klar. Das können wir nicht warm trinken, deswegen rennen wir nochmal schnell zu Bianca und holen uns das kühle Bier. Ich hoffe, Bianca ist noch da und wir werden sie nochmal ansprechen. Hallo, meine schöne Bianca, wo bist du? Ja, nicht dem brauchst du jetzt nichts einschenken, ich brauche jetzt was. Du bist wahrlich eine Augenweide. Dankeschön. Bin wieder da. Das sehe ich. Was gibt's? Ich brauche noch ein Bier. Das andere war Vater nicht kalt genug. Soll ich es dir holen? Jawohl. Und ein Lächeln von dir. Hier, bitte. Dankeschön, danke. Bianca. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen.
Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. So, der Deutsche redet Bockmist. Das interessiert mich immer noch nicht. Wir beenden das Gespräch. So, und jetzt aber schnell zurück zu unserem Vater, damit das Bier nicht wieder schmeckt wie warme Pferdepisse. Entschuldigung, aber das waren die Worte unseres Vaters. Das darf natürlich nicht sein und ich hoffe, dass wir jetzt endlich unseren Vater zufriedenstellen, damit wir hier mal weiterkommen und ich jetzt nicht eine Stunde hier brauche, um kühles Bier zu holen. Das wäre etwas langweilig vielleicht auf Dauer. So, Vater, ich bin wieder da. Du hast dein kühles Bier reglich verdient aufgrund der langen Wartezeit. Hi, Vater. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, wie eben schon mal, natürlich. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. So, und das sollte unsere Parierstange sein. Wunderschön. Das ist echte Handwerkskunst. Ja. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Sieht ja richtig gut aus. Das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Ja, und hoffentlich kriegen wir es. Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir ist zu Ohren gekommen, was dem Deutschen passiert ist. Ich nehme an, du weißt etwas darüber. Entschuldigung, vielleicht. Wir waren nicht dabei. Vielleicht. Ich habe abgelehnt. Hat vielleicht jemand Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen? Nein. Und haben vielleicht deine Spießgesellen etwas damit zu tun? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König erzählt. Er hat bekommen, was er verdient. Ach, bekommen, was er verdient, ja? Pass auf, ich weiß nicht, ob du oder nur irgendeiner deiner Freunde etwas damit zu tun hat. Und es ist mir auch gleich. Ich muss hier ein Geschäft führen. Und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht unbedingt weiter und dem König am allerwenigsten, verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht! Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Okay, das hat gesessen. Hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Ach, wird dieser Junge jemals auf das hören, was ich sage? Der Deutsche redet also Unfug. Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins, Heinrich. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten und nicht mit Fäusten. Okay. Das sollten wir uns mit auf den Weg nehmen für unsere Zukunft hier. Also Kämpfe sollte man tunlichst vermeiden. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Okay. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Das verstehe ich. Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt?
Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Sigismund. Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein. Aber mit dem werden wir ja noch Spaß bekommen, mit Sigismund. Die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Das Schwert sieht echt gut aus. Hoffentlich wird es unser sein. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein wow. Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Das ist Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Heinrich, geht's dir gut? Ja, das ist das, Leute, was ich euch gesagt habe am Anfang. Die Nägel für Theresa habe ich am Anfang schon aus der Truhe mitgenommen. Questgegenstände, Nägel für Theresa, da sind sie schon. Und so schnell waren wir noch nie, also unser Vater dürfte jetzt nicht... Das reicht. Geh und hol diese verdammten Nägel. Ja, ist ja gut, Vater, ich bin doch schon wieder da. Was ist los mit dir, Heinrich? Das reicht. Du bist also Theresa. Ja. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Okay. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Es scheint so, als ob Theresa... Wow. Heinrich. Theresa scheint auch auf uns zu stehen, glaube ich. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Ach Gott, Vater, was haben wir nur für einen Vater? Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Für den Kollegen ist also das Schwert. Und ich dachte, es ist uns. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Ja, natürlich wollen wir das Schwert schwingen, Vater. Oh, nein. Oh mein Gott, ich kann gar nicht hingucken. Du hast noch viel zu lernen. Ja, ich weiß. Sag deinem Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Okay.
Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Radzig. Danke für die Gastfreundschaft. Also für Herr Radzig ist das Schwert. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Es soll mein sein. Eine seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Radzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Oh mein Gott, ich habe da irgendwas im Hintergrund gesehen. War das Feuer auf dem Berg da hinten? Und warum kommt dieser Bote so schnell angeritten? Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht... Wow, ich habe es gesehen eben. Ich dachte, okay, ich habe nichts gesagt, aber ich habe dann Feuer gesehen. Oh mein Gott. Das muss dieser Typ sein, der Wenzel zum Abdanken gezwungen hat und in unser Land eingedrungen ist. War das der König von Schlag mich tot Ungarn oder was? Oh mein Gott, oh mein Gott, what the hell, what the hell. Scheiße. Hör mir zu, Junge, hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Leute, ich glaube, es geht los. Es geht los. Du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Radzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Wir haben keine Chance, Leute. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz schnell weg. Wo ist unser Vater und unsere Mutter? Unser Vater wollte unsere Mutter holen, weil unsere Mutter noch in der Stadt ist. Hoffentlich passiert nichts. Wir müssen das Tor schließen. Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch los, Leute! Macht schon! Komm schon! Wir müssen noch auf die Eltern warten. Wir können doch jetzt nicht einfach... Heinrich, Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Leute, ich glaube, wir kommen auch nicht in diese Burg. Ich glaube, wir kommen auch nicht mehr in diese Burg. Natürlich möchte ich auch unseren Vater und unsere Mutter helfen, aber... Wow. Boah, nicht gut. Ich kann gar nicht hingucken, Leute. Unser geliebter Vater und unsere geliebte Mutter. Er will doch jetzt nicht etwa zugucken. Nein! Nein, unser Vater! Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, den hat es jetzt richtig erwischt. Das fing so schön ruhig an. Och, das gibt's doch nicht. Und die Mutter auch noch. Nein, ich kann nicht hingucken, Leute. Das fing alles so schön und ruhig an und jetzt so eine Katastrophe, so ein Schockmoment für uns.
Und dieser Klatzkopf, oh, ich kann ihn jetzt schon nicht leiden. Heinrich, komm zu dir, komm zu dir. Wir müssen hier weg. Das bringt jetzt alles nichts mehr. Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Oh mein Gott, sie kommen. Die Barbaren kommen. Schnapp dir ein Pferd und reite nach Thalberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang. Okay, den Burggraben, okay. Wir brauchen ein Pferd. Burggraben, Weg, wo, was, wie. Okay, also da runter. Leute, ich glaube, das wird eng. Herr Ratzig, ja, der schaut natürlich zu. Ich glaube eher, der Typ, den schätze ich so ein, als ob der Angst hat. Ich weiß nicht, ich traue dem Kerl gar nicht richtig. So, und Leute, wir müssen laufen, wir müssen abhauen. Wir müssen ins nächste Dorf, zur nächsten Burg, dass wir Zuflucht bekommen. Reite nach Thalenberg, besorg dir ein Pferd. Also Thalenberg ist das nächste Dorf, wo wir hin müssen. Und jetzt müssen wir schauen, wo finden wir denn jetzt hier ein Pferd? Oh mein Gott, und ich habe schon keine Puste mehr. Natürlich kommt jetzt die ganze Aufregung dazu. Wir laufen mal einfach in diese Richtung weiter. Hoffentlich ist da unten noch niemand. Hoffentlich ist da niemand und wir haben ein Pferd. Oh mein Gott, ich sehe es schon. Leute, das sieht nicht gut aus. Aber wir haben auf jeden Fall ein Pferd. Okay, Bewegung. Der Trab ist die Standardgeschwindigkeit des Pferdes. Feststelltaste, der Trab gibt deinem Pferd die Gelegenheit, sich zu erholen. Okay, also auch da müssen wir aufpassen, dass wir, wie wir mit unserer Energie umgehen. Okay. Ich laufe einfach mal weiter. Leute, ich kann es nur versuchen. Und ich würde sagen, ich kann hier nicht einfach so weiterlaufen. Wir müssen auf jeden Fall dieser Frau helfen wir natürlich. Und jetzt müssen wir schnell auf unser Pferd. Wir sitzen auf und wir müssen reiten, Leute. Wir müssen reiten. Wir müssen reiten, so schnell es geht, Leute. Ich weiß nicht genau, wohin wir müssen, aber ich denke mal in Richtung A, in Richtung Thalenberg. Oh mein Gott. Wo geht's dahin? So, da reiten wir nun also um unser Leben. Wow, nein, 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 nein. Ich kann mich doch noch nicht wehren. Was soll ich denn jetzt machen? Und wir sind getroffen. Na prima. Ich habe es mir fast gedacht. Das geht doch nicht gut aus, Leute. Okay, Leute. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller rennen hier. Zumindest haben wir dieser Frau noch geholfen. Das ist wenigstens schon mal etwas. Und lauf, mein Pferd. Laufe wie der Wind. Und hier ist überall Leid. Hier ist überall Leid. Überall Leid. Oh mein Gott. Ich kann euch nicht helfen, Leute. Es tut mir leid. Was soll ich tun? Und nach Thalenberg ist es anscheinend... Links. Thalenberg liegt links. Links. Na, danke schön. Also wir haben auch ein Navigationssystem, Gott sei Dank. Zu dieser Zeit eher unwahrscheinlich, aber wir haben es gesehen und wir schauen mal, was unsere Energie macht. Aber ich würde sagen, wir müssen wieder Gas geben, denn wir wurden schon getroffen. Ich sehe Blut vor meinen Augen. Wir haben einen Pfeil im linken Oberschenkel stecken. Aber hoffentlich schaffen wir es noch. Du hast entdeckt Bildstock, okay? Bildstock, was ist das? Lauf, mein guter Freund. Aber er wird keine Chance haben. Aber die Männer hinter uns und ich, Leute, ich weiß, die sind hinter uns. Die haben es natürlich auf uns abgesehen. So, wie sieht es aus mit unserer Energie? Die geht langsam zu Neige. Wenn ich jetzt mal kurz langsamer laufe. Okay, wir haben uns kurz erholt, aber das bringt nichts. Wenn wir getroffen werden, wir müssen rennen. Wir müssen nicht rennen, wir müssen reiten, was das Zeug hält. Und jetzt können wir gar nicht die schöne Umgebung genießen. Wir müssen sehen, dass wir hier Land gewinnen.
Wie weit ist es noch bis Thalberg? Leute, unser Pferd kann schon fast nicht mehr. Unser Pferd ist am Ende seiner Kräfte. Aber ich kann nichts machen, Leute. Nur kurze Erholungspausen sind möglich. Die Energie. Und ich sehe die Burg in Thalberg. Es ist nur noch ein Stück. Es ist nur noch ein Stück, Leute. Oh, Gott sei Dank, eine Zwischensequenz. Die rettet mir jetzt echt mal den Arsch. Entschuldigung, dass ich es so gesagt habe, aber... Wow, das Spiel nimmt einen ganz schön mit. Oh mein Gott! Herr im Himmel! Hoffentlich bekommen wir hier Hilfe! Unterstützung. Helft mir doch! Wir schreien um unser Leben. Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Und das scheinen die Barbaren erstmal aufzuhalten. Und was ist das für eine Sprache? Ist das eventuell Ungarisch? Ich kann es leider nicht entziffern. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe nur Angst im Moment. Aber wir scheinen es geschafft zu haben. Gott sei Dank. Wow, und wir sind schwer verletzt, Leute. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Leute, ich will nichts trinken. Ihr müsst mir den Pfeil aus dem Oberschenkel ziehen. Sag mir, Junge, wer bist du? Und wo kommst du her? Ich bin Heinrich. Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt. Und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Also doch die Ungarn eventuell. Tataren. Und das scheint hier der Chef zu sein. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Oh mein Gott, okay. Nochmal tief durchatmen und... Oh Gott. Das hat wehgetan. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Oh mein Gott. Ja, schlecht. Na bitte, so gut sie geheilt. Wow. Na danke. Danke sehr. Ja, danke sehr. Sehr nett, sehr freundlich. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Zumindest konnten wir wie die Barbaren von der Frau noch wegholen, bevor wir uns das Pferd genommen haben. Wenigstens eine gute Tat, die wir noch erledigen konnten. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Skalitz. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Skalitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Also doch, sie Sigismund. Sie kamen von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Skalitz ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise.
Könnte man denken, ja. Wie ist dein Name, Junge? Sie werden auf jeden Fall kommen. Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat das auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen das wäre besser. Gefasst sein. Sie werden kommen, Leute. Ich bin mir sicher, dass die kommen werden. Alle nötigen Sigismunds Armee wird befiehlst, kommen. Herr. Ich glaube, wir bekommen hier noch richtig Spaß mit dem Sigismund. Reide nach Thalenberg ist abgeschlossen. Sprich mit Herrn Robart. Robart ist der Herr, der uns eben so schön netterweise verarztet hat. Okay, sprich mit Herrn Robart. So Leute, wir werden uns hier jetzt nochmal kurz umschauen, bevor wir den nächsten Cut machen, weil ich muss sagen, die Anfangszeit des Spiels ist schon doch sehr gespickt mit Videosequenzen. Okay, und wie gesagt, wir müssen was essen und wir müssen schlafen. Wie ihr das unten erkennen könnt, wir schauen mal in unserem Inventar. Wir haben natürlich leckere Sachen dabei, wie zum Beispiel eine Karotte oder ein altes, hartes Brötchen. Das ist natürlich total lecker. Und wir essen erst auf jeden Fall mal was. So, Brötchen haben wir schon mal weggehauen und wir essen noch einen Apfel. Und das sollte vielleicht erstmal genügen. Mal schauen, wie es aussieht. So, unser Hunger ist einigermaßen gestillt, aber noch nicht ganz. Aber ich glaube, wir werden ja hier gleich was zu essen bekommen. Ich kann ja noch mal ein Stück Käse essen. So, das sollte erstmal reichen. Ja, und mal schauen, also mal schauen, was wir... Kopfkettenrüstung, was wir alles noch für Sachen bekommen werden. Und wie ihr seht, Leute, wir haben das Schwert unseres Vaters tatsächlich, wie ich vermutet habe, haben wir es bekommen. Also brauchen wir euch schon mal keine Angst zu haben, dass wir uns hier mit einem Holzschwert rumschlagen müssen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier alles machen können, machen müssen. Wir sollen mit Robert reden. Wir müssen aber auch schlafen, Leute. Okay, und wir schauen mal, wo sich Robert aufhält. Aber ich würde... Das ist ja schon Robert. Okay, wir reden noch mal kurz mit Robert. Hier in der Burg zu Thalenberg. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Weil wir haben natürlich einen riesen Hunger. Du bist der Kerl aus Garitz? Ja, da was bin ich. Mit dir rede ich gleich. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Okay. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Offenbar bin ich dem Herrn nicht. Ja, sei nicht gleich beleidigt. Ich habe jetzt keine Zeit, ich habe Hunger. Und da kann ich wirklich zur Wildsau werden. Wahrlich ein großer Verlust. Lässt du mich mal durch? Danke. So, wir sind in der Küche. Und das scheint die Burgherrin zu sein. Stefanie von Thalenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ah, Stefanie von Thalenberg, okay. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Gerne doch. Saufen können wir. Da haben wir genug Übung drin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Das ist aber nett, Frau Stefanie von Thalenberg. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Oh, wir haben vergessen, uns zu bedanken. Dankeschön. Dankeschön, Herrin. Euch für eure Güte belohnen. Ist dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr. Der Sound hier und da muss noch manchmal ein bisschen angepasst werden. Die Stimmen sind manchmal sehr leise. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst.
Ja, natürlich, Chef. Gut, wir sind jetzt in der Küche. Iss, geh zur Wachstube auf den Vorplatz und schlaf dort bis zum Morgen. Okay, Leute, wir werden jetzt natürlich hier erstmal noch was essen. Was gibt's denn hier Schönes? Gebratene Ente. Das werden wir uns natürlich jetzt alles reinpfeifen. Oder zumindest so, dass es in unseren... Gott allmächtiger. Was denn? Du wirst doch wohl nicht sagen, dass ich hier... Oh, okay, ich sehe gerade, wir werden müde. Also ist nicht mehr so viel Zeit, wir müssen schlafen. Und ich würde sagen, Leute, wirklich, wir nehmen hier mal alles mit, was wir kriegen können, weil ich weiß nicht, wie es hier noch weitergehen wird. Ich denke mal, wir werden uns nicht ewig hier in der Burg zu Thalenberg aufhalten. Wir werden mit Sicherheit weiterreisen. Und wie gesagt, das Essen liegt zwar hier rum, aber ich denke mal nicht überall draußen. Aber da können wir wahrscheinlich dann später auch noch jagen. Vermute ich mal. Wir schauen mal, was ist denn hier drin, ne? Okay, Schloss knacken kann ich noch nicht. Schloss knacken leicht. Dann hab ich Hunger. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig vor den Damen hier. Das können wir machen, wenn wir alleine sind. Nicht, dass wir hier gleich... Ich meine, sie sind ja ziemlich gastfreundlich zu uns, ne? Also da würde ich sagen, müssen wir nicht gleich die Leute beklauen. Natürlich beklauen wir die Leute dann später. Selbstverständlich. Und hier haben wir noch guten Wein. Und ich versuche mal hier aus dem Topf essen. Okay, also wir haben unseren Hunger schon mal so einigermaßen gestillt. Und... Okay, öffnen. Leute, wie ihr seht, die haben ja auch noch was drin. Und das nehmen wir natürlich alles mit. Da werden die ja wohl jetzt hier nicht meckern. Leckeren Metwein. Radieschen. Mmh, sehr lecker. Und Zwiebeln. Also können wir uns schon mal irgendwo dann später mal eine schöne Zwiebelsuppe machen. Ich weiß nicht mal, wie man sich entschuldigt. Wie unhöflich. Ja, wie unhöflich. Da hast du jetzt Pech gehabt. Das interessiert mich jetzt mal gar nicht weiter. Denn wir müssen schlafen gehen. Wir müssen jetzt erstmal an uns denken. So, wir haben nochmal leckere Radieschen. So, was gibt's hier noch? Oh, stehlen. Stehlen, kann ich stehlen? Okay, es hat keiner gemerkt, dass wir hier eine Forelle zu uns genommen haben. Ich glaube, Herr Robert wäre nicht sehr begeistert. Aber er hat es, wie gesagt, nicht mitbekommen. So, wir sind hier in einem privaten Bereich. Okay, das ist also nicht so erwünscht. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Und vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal dabei. Da werden wir uns dann schlafen legen. Mal schauen, was dann noch so auf uns zukommt. Ich befürchte mal, dass eventuell... Sigismund uns hier aufsuchen wird und natürlich sind wir hier erstmal sicher, aber glaubt mir, er wird kommen und das möchte ich, also dem möchte ich nicht müde und mit leeren Magen begegnen, auf gar keinen Fall. So Leute, das soll es für heute gewesen sein. Dankeschön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, euer Skydreamer.